So, bei mir ist es 14:02 Uhr. Deswegen begrüße ich Sie jetzt alle ganz herzlich zu unserem inzwischen 12. Forum des AMD-Netz. Wir haben es aus aktuellen Gründen halt immer noch digital stattfinden lassen, gleichwohl man auch sagen könnte, man hätte sich jetzt auch persönlich treffen können. Und ich bin mir sicher, dass wir das im nächsten Jahr mal wieder nachholen, weil dieser persönliche Austausch ja doch durch nichts ersetzt wird. Das ist uns auch klar. Aber als wir im Sommer die Veranstaltung für November geplant haben, naja, dachten wir, wir gehen auf Nummer sicher. Mein Name ist Jana Stasch-Baus. Viele von Ihnen kennen mich, vielleicht einige noch nicht. Ich bin jetzt auch schon seit 2012 beim AMD-Netz. Ich hatte diesen Monat tatsächlich 10-jähriges Jubiläum, wie mir von den Kollegen gesagt wurde. Hatte ich schon wieder fast vergessen. Genau, und ich freue mich sehr, dass wir heute ein Forum haben zu einem Thema, an das wir uns sozusagen mal rangetraut haben. Bevor wir da auf die Inhalte uns stürzen, würde ich aber einmal noch ein paar technische Informationen geben. Ab jetzt sind Sie alle stumm geschalten. Wenn Sie etwas sagen möchten, dann heben Sie doch bitte Ihre virtuelle Hand. Dann würden wir Sie einmal laut stellen. Und wenn wir nachher in den Gruppenräumen sind, dann können Sie sich auch selbst laut stellen und auch wieder leise stellen. Das geht ja mit Alt A oder die Leertaste gedrückt zu halten, und die Hand heben kann man mit Alt und Y. Das Forum wird aufgezeichnet für Internetzwecke. Der Vortrag von der Frau Strohtotte wird online gestellt, und inwieweit die Einleitung hier von uns noch online gestellt wird, müssen wir mal sehen. Aber ich glaube, da ist der Vortrag nachher, der Gastvortrag, der spannendere. Ja, warum ein Forum? Also wir haben schon von Beginn an immer gesagt, dass wir uns mit unseren Partnern und weiteren Organisationen austauschen möchten. Und wir haben dann erst die Workshops und dann seit vielen Jahren die Foren installiert, um uns auszutauschen, um zu diskutieren, um uns über aktuelle und relevante Themen, vor allen Dingen im Bereich der AMD, halt auch zu informieren. Wir haben jetzt dieses Thema gewählt, also Aufklärungskampagne bei AMD, ein mögliches Kooperationsprojekt, auch mit dem Fragezeichen dahinter, weil dieses Thema schon seit vielen Jahren immer wieder in Meetings und Sitzungen und großen Veranstaltungen ja auftaucht. Es wird immer wieder auch gefordert, wie wir auch gleich nochmal sehen, wenn ich eine kleine Bestandsaufnahme mache von dem, was es so an Kampagnen und Informationsmaterialien alles so gibt, auch immer wieder von vielen Partnern gefordert. Und wir sind sehr ergebnisoffen jetzt heute in diese Veranstaltung reingegangen. Wir möchten einfach auch abfragen, wie Sie dazu stehen und wie groß die Chancen sind, dass man sich an einen Tisch setzt und hinsichtlich einer solchen Aufklärungskampagne mal die nächsten Schritte gehen könnte. Nochmal zur Erinnerung, das wissen wahrscheinlich 100% von Ihnen, ich sage es aber nochmal, die AMD, mit der wir uns vor allen Dingen beschäftigen, ist eine chronische Erkrankung. Sie geht mit irreversiblen Seheinschränkungen einher und muss, falls sie behandelt werden kann, halt auch dauerhaft behandelt und kontrolliert werden. Und auch diejenigen, die sich nicht in Behandlung befinden, müssen immer wieder ihren Augenarzt anrufen. Wir möchten uns also heute ja austauschen zu der Sinnhaftigkeit und den Gestaltungsmöglichkeiten einer Aufklärungskampagne. Und wir würden sehr gerne am Ende einen Arbeitskreis bilden mit allen Partnern, die gleichberechtigt an einer solchen Kampagne arbeiten wollen, oder sich zumindest einmal in einem weiteren Gespräch in kleinerer Runde dann zusammensetzen und überlegen, wie sowas gehen kann. Das geht uns auch alle etwas an, denn das Ziel einer Kampagne wäre ja die Aufklärung von bisher nicht informierten betroffenen Personen. Das sind ihre Patienten, das sind ihre potenziellen Mitglieder, das sind ihre Kunden, das sind ihre und unsere Nutzer. Ich glaube, keiner kann sagen, dass es ihnen nichts angeht, sonst hätten sie sich auch nicht eingewählt. Und darüber freuen wir uns auch sehr, dass auch der Zuspruch heute so groß ist, weil wir ja auch daran schon sehen, dass es ein Thema ist, was auf jeden Fall den Nerv der Zeit trifft. Genau, die Bestandsaufnahme ist jetzt natürlich nur aus unserer Sicht, und wenn Ihnen da gleich Dinge fehlen, dann sagen Sie mir das gerne am Ende oder sagen Sie uns das gerne. Wir haben jetzt einfach auch geguckt, was es in der Szene schon gab in den letzten Jahren und auch aktuell. Und interessant ist, dass allen diesen Dingen gemein ist das Ziel, Menschen mit Augenerkrankungen und Sehverlust bestmöglich unterstützen zu können. Genau, ich werde diese Sachen auch nicht bewerten, sondern ich werde einfach kurz berichten, was es gibt. ProRetina hat ab morgen übrigens beginnt eine neue AMD-Aktionswoche,
Die haben sie, ich glaube, im letzten Jahr erstmalig diese AMD-Aktionswoche stattfinden lassen. Und morgen ist erstmalig ein AMD-Tag. Das wird dann immer der dritte Samstag im November sein. Und in der sich anschließenden AMD-Aktionswoche wird nochmal über Ursachen, Prävention, Diagnose und Therapie bei der altersabhängigen Makuladegeneration aufgeklärt. Und hier sind ein paar Bilder, die letztes Jahr dann in dieser etwas größeren Kampagne zum Thema Gut sehen, Klammer auf, K, Klammer zu, eine Frage des Alters, also keine eine Frage des Alters. Da gab es Buswerbung, da gab es nochmal Amstler-Tests zur Ausgabe und viele verschiedene weitere Dinge. Eine weitere große Sache, einmal weiter bitte, ist die Woche des Sehens. Die ist Ihnen, denke ich, allen bekannt. Da sind sehr viele Kooperationspartner wie die Christopher-Blinden-Mission, der Deutsche Blind- und Sehbehindertenverband, der Berufsverband der Augenärzte, Pro Retina, dann die DOG. Jetzt habe ich einen vergessen. Und zwar ist das das Deutsche Komitee zur Verhütung von Blindheit und der DVBS. Die haben einen nationalen Aktionsplan erstellt zur Verhütung jedes Ausmaßes von Sehverlust, einschließlich Blindheit und für eine bestmögliche rehabilitative Versorgung der von Sehverlust betroffenen Menschen. Es gibt sechs Kernthemen, die angegangen werden sollen, beziehungsweise die in dieser Forderung halt schriftlich niedergelegt wurden. Das ist zum einen die augenärztliche Früherkennung und Versorgung. Das ist die Sicherstellung des Zugangs zu einer Rehabilitation nach Sehverlust. Die Stärkung der Forschung zu Augenkrankheiten und ihren Folgen, ein Register zur systematischen Erfassung aller Erblindungen und hochgradigen Sehbehinderungen und, jetzt für uns der wichtigste Punkt, eine bundesweite Aufklärungskampagne zu den Volkskrankheiten AMD, Glaukom und diabetische Retinopathie und auch unglaublich relevant, insbesondere im digitalen Zeitalter, aber auch, wie wir sehen, in allen Städten, in denen E-Roller stehen, die barrierefreie Gestaltung aller Bereiche des Lebens. Dann gibt es eine weitere große Aktion. Einmal bitte weiter. Das Aktionsbündnis Sehen im Alter. Da war auch das AMD-Netz dabei und auch, denke ich, viele von Ihnen und anderen Organisationen. Es gab dann im Juni 2014 ein Treffen und danach eine sogenannte Bonner Erklärung. Da ging es auch darum, das Thema Sehverlust im Alter in die Demografiedebatte und in das allgemeine politische Bewusstsein zu rücken, vermeidbaren Sehverlust zu verhindern und die Beratung und Unterstützung Betroffener zu optimieren. Initiiert hat das Bündnis die BAGSO, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband. Genau, dann haben wir noch zum Beispiel eine Online-Kampagne, einmal weiter bitte, der Stiftung Auge, der DOG. Das war eine Kampagne unter dem Stichwort Besser mal zum Augenarzt. Die haben Plakate erstellt. Die kann ich einmal kurz sozusagen erläutern. Da gibt es drei Kerzen, die nebeneinander stehen, die wellenförmig abgebildet sind mit der Überschrift Kerzen gerade Fragezeichen. Es gibt eine Peperoni oder eine Paprika, die unscharf ist aufgrund wahrscheinlich einer AMD mit der Überschrift scharf Fragezeichen. Und dann gibt es das Gleiche auch noch mit einem Glas, das nicht zu sehen ist, glasklar. Und eine Blüte, die nicht richtig gut zu sehen ist. Blütenreihen, Fragezeichen. Dann einmal die nächste Folie, bitte. Haben wir nochmal kurz zusammengetragen, welche Organisationen auch einfach sehr umfangreiche Webseiten haben, Informationsmaterial für Augenärzte und Patienten anbieten, welche auch immer auf Kongressen unterwegs sind, welche verschiedene Organisationen und Ansprechpartner als Zielgruppen haben. Das ist neben dem AMD-Netz natürlich, wie schon gesagt, der DBSV und Pro Retina mit allen ihren Regionalgruppen und auch Landesverbänden, die wir jetzt nicht alle aufgeführt haben. Das ist Stiftung Auge, das ist die Aktion Bewahren Sie Ihr Augenlicht, die vordamals von Novartis initiiert wurde. Das ist Visus Vital, das Programm von Bayer. Das sind die Berufsverbände der Augenärzte. Das ist zum Beispiel ACTO, das Aachener Zentrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie. Das ist Stiftung Augenlicht und die Christopher-Blinden-Mission, wobei die ja auch schwerpunktmäßig ein bisschen in der ja, sogenannten Dritten Welt unterwegs sind, aber auch die haben ja das ganze Thema Sehen zum Thema, zu ihrem Hauptanliegen gemacht. Dann gibt es sogar Tage, die wir nur zum Thema Sehbehinderung
begangen werden. Es ist der Seebehindertentag am 6. Juni jeden Jahres, der Tag des Weißen Stocks am 15. Oktober und der Aktionstag Welttag des Sehens am 2. Donnerstag im Oktober mit unterschiedlichen Initiatoren, weltweiten Blindenverbänden und auch der Weltgesundheitsorganisation. So, das wäre einmal so unsere Bestandsaufnahme. Möchte da jemand direkt etwas ergänzen? Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Da würde ich hier diese Einführung auch abschließen. Wie gesagt, das ist keine Bewertung, es ist einfach ja, eine sozusagen neutrale Bestandsaufnahme dessen, was es schon so gibt. Und ich finde, es ist unglaublich viel. Es sind doch unglaublich viele tolle Sachen dabei. Und ich bin mir sicher, wenn man diese Kräfte noch bündelt, dann kann dann noch mehr bei rauskommen. Ja, um uns Mut zu machen, da hören wir jetzt einmal den Vortrag von der Silvia Strothotte. Noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns online zu Gast sind und wir sind gespannt, was Sie uns berichten können. Total gerne. Ja, ich danke Ihnen für die Einladung und ich habe natürlich auch mit gespitzten Ohren gehört, weil ich finde gerade wir Organisationen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, wir müssen uns unterstützen, wir müssen gegenseitig zuhören und ich habe auch ein bisschen recherchiert und gedacht, ich sage am Anfang mal, ich glaube, so eine Aufklärungskampagne, gleich rede ich ja darüber und schalte meine Präsentation ein, die tut bestimmt gut, weil, also ich habe ja im Gesundheitswesen zu tun, aber ich weiß da auch nicht alles drüber, ne? Also das mal ganz zu Beginn und ich freue mich wirklich, weil ich glaube, wir können immer als Organisation auch voneinander lernen und profitieren wirklich, genau. Ich würde jetzt mal meine Präsentation einblenden. Ja, ich bin Silvia Strothotte, ich bin die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, jetzt seit 8 Jahren in der Stiftung und freue mich, Ihnen heute ein bisschen zu Beginn über die Schlaganfallhilfe zu erzählen. Das wird nicht ganz lang. Ich dachte nur, das ist vielleicht ganz interessant, einfach zur Einordnung, ne? Weil wir haben ja alle mit einem Aufklärungscharakter zu tun, alle mit einer bestimmten gesellschaftlichen Relevanz. Deshalb wollte ich ein bisschen erläutern, worum es bei uns in der Schlaganfallhilfe geht. Also wir setzen uns für Menschen ein, die einen Schlaganfall erlitten haben. Und pro Jahr erleiden 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Davon sind ungefähr 200.000 erste Schlaganfälle und 70.000 Schlaganfälle sind Rezidive, also wiederholte Schlaganfälle. Also das ist schon eine ganz ordentliche Nummer. Es ist auch immer noch so, dass der Schlaganfall in Deutschland die Todesursache Nummer 3 ist. Weltweit ist es sogar 2. Und auch eine hohe Dramatik ist da, weil die meisten Behinderungen, die im Erwachsenenalter erworben werden, entstehen tatsächlich durch den Schlaganfall. Jetzt wird die Schlaganfallversorgung immer besser. Das muss man wirklich sagen. Bevor die Stiftung gegründet wurde, ich habe gleich auch noch mal ein Zitat von unserer Stifterin Desmond. Da war es so, dass noch doppelt so viele Menschen als heute verstorben sind, weil man einfach keinen strukturierten Behandlungspfad hatte. Das hat sich gebessert. Allerdings wird einfach durch den demografischen Wandel, denn der Schlaganfall ist ja schon eine Krankheit, die eben zumeist ältere Menschen trifft, wird es doch so sein, dass die Schlaganfälle trotz noch so guter Aufklärung in den nächsten Jahren mit zunehmender Alterung der Bevölkerungsstruktur einfach zunehmen. Ich möchte aber an der Stelle auch noch sagen, und das ist auch so das Motto, wenn wir gleich auf die Kampagne auch immer blicken, ein Schlaganfall kann jeden treffen, in jedem Alter und es trifft sogar Kinder. Also man kann ungefähr sagen, 30.000 Menschen trifft es pro Jahr, die jünger als 55 Jahre sind. Und bei den Kindern, da halten wir uns ganz dezent zurück mit einer Zahl. Also ich kann so viel sagen, dass mehrere hundert pro Jahr diagnostiziert werden. Aber da ist halt die Dunkelziffer sehr, sehr hoch. Und auch da haben wir noch hohen Aufklärungsbedarf bei Kinderärzten, bei Therapeuten. Das ist was ganz Wesentliches. Genau, ich komme gerade frisch, es läuft noch vom Erfahrungsaustausch junger Mensch nach Schlaganfall. Da ist man immer so ein bisschen demütig, wenn man zurückkommt. Und das kennen Sie ja auch bei sich, Sie alle. Das sind ja ganz viele Ärzte, glaube ich, habe ich verstanden, Augenärzte dabei. Sie haben die immer in ihrer Praxis und sehen dann auch die Schicksalsschläge. Und deswegen, ich bin auch noch ein bisschen emotional so
da wirklich betroffen, weil manchmal, manche trifft es ja schon wirklich ganz schön dicke, welche Familien, ne? Genau. Ja, das ist nochmal so, dass man sieht wirklich, das sind alles Bilder von Events, die wir veranstalten. Also wir haben 3 Eventformate, einmal für ältere Menschen, einmal für den jungen Mensch jetzt gerade in Duisburg und auch für Familien mit Kindern, die entweder die meisten Schlaganfallfälle passieren dann im Mutterleib oder während der Geburt, aber auch im Laufe des Kindheitsalters können halt Schlaganfälle entstehen und für die bieten wir auch ein Programm an. Genau. Hier ist unsere Stifterin Liz Mohn, die hier sagt, eigentlich das Sinnvollste, was ich getan habe, ist die Gründung der Schlaganfallhilfe. Sie ist immer noch sehr stark auch mit Betroffenen im Dialog, zeigt sich auch in der Selbsthilfe, ist da wirklich, geht da wirklich auf Tuchfühlung. Und ich darf das sagen, weil Frau Mohn auch da offen drüber spricht. Sie ist halt aus Grund eines persönlichen Anlasses, ihr Sohn war im Krankenhaus angesprochen worden. Da hat man den Verdacht gehabt, es könnte vielleicht ein Schlaganfall sein. Das Wort ist zwar nie gefallen und es war dann letztlich auch keiner, aber da ist sie mit Neurologen ins Gespräch gekommen und die haben alle gesagt, der Schlaganfall hat keine Lobby. Und dann hat sie vor 29 Jahren diese Stiftung gegründet. Ja. Was tun wir? Wir haben so verschiedene Säulen. Die erste Säule ist, wir verhindern Schlaganfälle. Das machen wir durch Aufklärung und Information. Es wird ja auch bei der Kampagne gleich nochmal ein großes Thema, einfach so ein Bewusstsein zu schaffen. Dann helfen wir Menschen. Wir sind nicht mildtätig unterwegs, sondern wir helfen Menschen und Gruppen von Menschen auch durch Veranstaltungen, Events, Aufklärungsmaterialien. Wir haben aber auch ein Service- und Beratungstelefon, wo wir individuell in ganz Deutschland Betroffene und meistens die Vielzahl sind auch Angehörige, die sich bei uns melden, wo wir die halt beraten und denen auch Hilfe vor Ort vermitteln. Das ist immer unser großer Punkt. Wir beraten nicht medizinisch, sondern wir beraten durch Angebote vor Ort, durch Vermittlung von Ärzten, durch Informationen über Reha-Kliniken, über Selbsthilfegruppen etc. Und die letzte Struktur, das ist das Thema, wir verbessern die Versorgung. Bei uns laufen Modellprojekte. Wir haben derzeit das größte Modellprojekt ist, wir setzen uns dafür ein, dass künftig jeder Schlaganfallbetroffene in Deutschland für ein Jahr lang nach dem Schlaganfall durch sogenannte Schlaganfalllotsen begleitet wird. Das ist im Moment wirklich in der modellhaften Phase. Wir haben da ein sehr großes vom Innovationsfonds gefördertes Projekt durchgeführt und machen da jetzt weiter, weil wir der Auffassung sind, dass jeder Mensch, der einen Schlaganfall hatte, so einen Lotsen braucht. Ja, und jetzt, wer mitgezählt hat so ein bisschen, 1993 ist die Stiftung gegründet worden. Die Kampagne, die ich Ihnen jetzt zeige, ist also schon fast, wenn man davon ausgeht, dass man ja einen großen Vorlauf braucht, die Kampagne vorzubereiten, fast schon 5 Jahre dann alt. Und wir machen jetzt gerade einen Rückblick. Aber ich glaube, bis auf, dass sich in dem Bereich von Social Media noch sehr viel getan hat in dieser kurzen Zeit, hat das alles noch Bestand. Also wir haben im Jahr 2018, das ist unser Rückblick jetzt, unser 25. Geburtstag mit der Schlaganfallhilfe gefeiert und haben uns natürlich sehr intensiv ein Jahr im Voraus darum gekümmert, was wollen wir denn alles bewegen? Und diese Aufklärungskampagne, die ich jetzt vorstelle, ist zu diesem Geburtstag passiert, aber die muss nicht mit einem Jubiläum verknüpft werden. Das hat sogar manchmal in der Nachhaltigkeit Nachteile, wenn man dann den Geburtstag darin stehen hat und die ganzen Anzeigen, Werbemittel noch länger nutzt, dann ist das natürlich von der Aktualität immer so eine Sache, aber das haben wir ganz gut gelöst gekriegt. Aber es kann natürlich ein Anlass sein. Genau. Ich will ja so ein bisschen Denkanstöße geben und kenne, wir haben gesagt, das kann man nicht vergleichen, sondern das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen und ich kann Ihnen einfach nur einmal erzählen, was wir, als wir dann über so eine Kampagne geredet haben, was wir überlegt haben, was wir denn erreichen möchten. Also der Schlaganfall ist schon ein gesellschaftliches Thema. Ich denke, Sie kennen in Ihrer Praxis natürlich Fälle, aber jeder kennt auch in seinem Bekanntenkreis jemand, der einen Schlaganfall erlitten hat. Und wir wollten also Aufmerksamkeit für ein relevantes Thema erregen. Wir wollten Awareness, also Bewusstsein schaffen für den Schlaganfall und auch für die Betroffenen. Wir fühlen uns auch als Sprachrohr der Betroffenen wirklich. Und das war ein großes Anliegen von uns, auch den Schlaganfall, sage ich mal, in die Mitte der Gesellschaft rücken. Weil was wir merken ist, es gibt so bestimmte Krankheitsbilder, die, verstehen Sie mich nicht falsch, aber die sind so ein bisschen salonfähig geworden. So
Burnout oder selbst über einen Herzinfarkt spricht man noch schneller. Beim Schlaganfall betrifft das das Gehirn. Das hat danach manchmal zur Folge, dass Menschen, die auch gut da rausgekommen sind, trotzdem immer noch ein bisschen Probleme haben zu sagen, dass sie einen Schlaganfall hatten. Also wollten wir auch einfach dem Thema eine Plattform bieten und das in die Mittelpunkt der Gesellschaft rücken, dass das kein peinliches Thema ist. Ja, wir wollten dann uns als Stiftung auch als Ansprechpartner Nummer 1 anbieten, nicht weil wir sind ja eine gemeinnützige Stiftung, also wir haben da keinen wirtschaftlichen Vorteil, sondern weil wir einfach sagen, ganz selbstbewusst, wir haben gute Materialien und können Betroffenen wirklich und auch Angehörigen weiterhelfen in einer schweren Zeit. Und wir wollten die Öffentlichkeit sensibilisieren. Einmal, dass der Schlaganfall jeden treffen kann, weil wir stellen das ganz oft fest, dass so bei unangenehmen Themen, dann denken wir ja immer gerne, ja, das trifft die anderen, aber nicht mit. Aber wenn man so die Statistik trifft, dann kann man einmal den fünften abzählen. Also nicht hier in dieser Runde natürlich. Aber da wollten wir auch sensibilisieren, um dann ja, weil wir haben beim Schlaganfall die Thematik, dass 70% der Schlaganfälle im Erwachsenenalter, ne, nicht im Kindesalter, da liegen andere Ursachen vor, aber im Erwachsenenalter ist es so, dass 70% der Schlaganfälle vermeidbar sind. Und auch da wollten wir natürlich anregen und die Menschen auf unsere Website locken mit einer Aufklärungskampagne, um zu einem gesunden Lebensstil beizutragen und auch dazu zu motivieren, dass wenn Erkrankungen vorliegen, ist ja immer ein gut eingestellter Bluthochdruck, das ist ja auch ein Thema bei Ihrem Krankheitsbild, oder ein Vorhofflimmern bei uns, wenn das erkannt wird und behandelt wird, dann ist das alles gut. Gleiches gilt für die Diabetes, ist das aber nicht gut eingestellt, dann ist das natürlich ein hoher Risikofaktor neben Übergewicht, Rauchen, Blutfettwerten etc. Für einen Schlaganfall. Auch darüber wollten wir gerne zum Nachdenken anregen. Und wir wollten natürlich auch zum Mitmachen anregen, also sich solidarisch zu zeigen mit Schlaganfallbetroffenen. Und auch der letzte Punkt ist ein ganz wesentlicher. Wir sind eine kapitalbasierte, gemeinnützige Stiftung und ich verrate Ihnen kein Geheimnis. Das ist schon eine ganze Weile, dass unsere Kapitalmärkte nicht mehr die sind, wie sie vor 20 Jahren mal waren. Also sind wir in der Situation, dass wir Fundraising machen müssen, um Projekte auch für unsere Betroffenen zu realisieren. Und auch diese Fundraising-Potenziale wollten wir mit der Kampagne erschließen. Ja, dann war es so, dass man am besten sich für eine Aufklärungskampagne einen Partner sucht, der einen berät, weil das ist ja immer, das wird Ihnen ähnlich gehen, das ist so unser Thema. Wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Schlaganfall, mit diesem Krankheitsbild hier in der Stiftung. Wir haben bestimmte Vorstellungen, da braucht es immer einen kreativen Partner, der mal losgelöst von dem ganzen Alltagsgeschäft und auch mit frischen Ideen an die Sache ankommt. Also braucht man auf jeden Fall für eine Aufklärungskampagne einen sehr, sehr guten Partner an der Seite. Und Territory ist eine Agentur, die in Gütersloh sitzt, aber nicht nur in Gütersloh, sondern auch in Hamburg. Und es gibt noch weitere Dependancen. Es ist eine der größten Agenturen in Deutschland mittlerweile. Wir arbeiten aber schon, als Territory noch klein war, kleiner war, mit Territory zusammen, haben also eine sehr, sehr gute Partnerschaft und viele Aufträge, bezahlte Aufträge sind von der Schlaganfallhilfe an Territory geschlossen. Und als wir dann diesen Geburtstag gefeiert haben und diese Anzeigenkampagne vorhatten, da lag es nahe, dass ich zum Geschäftsführer, zu dem ein guter Kontakt besteht, gehe und mit ihm spreche. Und wissen Sie, ich kann sehr schlecht für mich selbst verhandeln, aber für die Schlaganfallbetroffene, da schnappe ich mir, wenn der kleine Finger gereicht wird, schon mal die ganze Hand. Und ja, da die auch mit uns mitfiebern, die betreuen also viele große Projekte auch für uns. Wir haben ein Gesundheitsmagazin, was sie herausbringen, was bei Territory erstellt wird. Also sind die auch in den Fachthemen drin. Und dann ist es gelungen, dass Territory davon zu überzeugen, dass sie für diese langjährige Partnerschaft und für diese langjährige Auftragsvergabe uns etwas zurückgeben nach all der Zeit. Und dann haben sie uns das großzügige Geschenk gemacht, diese Kampagnenidee zu entwickeln. Und eine Anzeigenkampagne war da auch noch, nicht nur die Idee damit verbunden und auch ein Spot, der produziert wurde. Da mussten wir also nur Nebenkosten übernehmen. Deshalb, das kommt auch später noch, wird es für mich sehr, sehr schwer,
eine Vergleichbarkeit bei den Kosten zu schaffen hier, weil es gelungen ist, dass wir viele Sachen pro bono bekommen haben. Das war natürlich toll. Ja, die Kampagnenidee. 25 Jahre Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. Wir haben uns das Logo, was ja ein getragenes Logo und immer mal wieder stand es auch zur Diskussion, kann man das modernisieren? Sie sehen das hier rechts eingebildet. Wir haben uns aber entschieden, weil das auch von der Bekanntheit halt da ist und auch das symbolisiert. Und da sehen Sie, dass das Logo diesen roten Balken hat, die rote Farbe. Das ist auch unsere CG, also Corporate Design Farbe. Und dieser Strich in diesem Logo symbolisiert eigentlich das, wo der Schlaganfall passiert, also die Stelle im Kopf, das Hirn. Und wir haben dann zusammen die Köpfe zusammengesteckt. Also wir haben ein Kampagnenteam bei uns intern gebildet und dann ein Kreativteam bei Territory als Ansprechpartner gehabt. Und dieses Zeichen sollte sozusagen symbolisch zum Zentrum unserer Kampagne werden. Wir wollten einfach den Menschen zeigen, durch diese symbolische Zeichen, dass ein Zeichen gegen den Schlaganfall gesetzt werden muss. Ja, und dann wollten wir natürlich Menschen auch anregen, mitzumachen. Ja, wir haben Zeichensetzer gesucht. Das sind einmal Menschen, die betroffen sind, die wollten wir zeigen. Wir wollten aber auch Menschen in den Mittelpunkt holen, die mit dem Schlaganfall zwar nichts zu tun haben, aber die eine Öffentlichkeit haben, die viele Follower haben, die man kennt. Die wollten wir zum Mitmachen anregen. Und wir wollten Menschen wie du und ich dazu bewegen, sich solidarisch zu zeigen, die mitmachen. Wir wollten Angehörige, Mitarbeiter, Fachleute, Ärzte, wir haben viele Ärzte, die auch ehrenamtlich für uns arbeiten, die wollten wir alle anstecken, infizieren mit unserer Kampagne und zum Mitmachen anregen. Genau, wir wollten einfach gemeinsam ein starkes Zeichen setzen, weil den Schlaganfall eben jeder treffen kann. So, und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, aus diesem Zeichen, was Sie ja unten im Logo nochmal nehmen, also dem festen, fixierten Zeichen, ist dann ein gemaltes Zeichen geworden in der Anzeigenkampagne, was wir ja jedem sozusagen, der mitgemacht hat, aufgemalt haben. Und ich möchte mit der wichtigsten Zielgruppe beginnen, weil ich finde, das stärkt die Authentizität dieser Kampagne. Und wir nutzen ganz viel, also wir nutzen wenig Stockmaterial. Stockmaterial sind ja so aufgekaufte Fotos. Wir haben in der Kampagne also echte Menschen benutzt. Das ist aber so eine Philosophie bei uns grundsätzlich. Auch in den Magazinen benutzen wir ganz, ganz viel echtes Material. Und das sind also diese Menschen, die hier abgebildet sind, die kenne ich alle persönlich. Das ist der Fabian Borell, der hat einen Schlaganfall im Mutterleib gehabt. Da steht jetzt, ist er 10, also jetzt sind wir schon 4 Jahre weiter, ne? Der ist jetzt 14, ein ganz aufgeweckter Junge, den Sie gleich auch noch mal sehen werden im Bewegtbild. Und der sagt halt, ich setze ein Zeichen. In Anzeigen hat man nicht viel Möglichkeiten, viel Text zu machen. Und das wäre auch eine Empfehlung von mir, das echt zu tun, weil da kann man halt keine Botschaften bringen, sondern wirklich nur Aufmerksamkeit regenerieren. In der Mitte ist Mirjam Weingärtner ist eine, auch die kenne ich ganz viele Jahre schon, ist Stewardess gewesen, war jetzt in dem Fall im Urlaub, hat dort einen Schlaganfall erlitten und war ganz, ganz stark betroffen. Hier ein Stamminfarkt, konnte nichts mehr, nicht schlucken, nicht gehen, war ein Vollpflegefall und hat sich wieder zurück ins Leben gekämpft und steht halt dafür, dass auch junge Menschen auch einen Schlaganfall trifft. Und der Dietmar, den Sie hier sehen, der ist leider mittlerweile verstorben, nicht an einem Schlaganfall, den kannte ich auch gut. Dietmar ist ein Architekt gewesen, den der Schlaganfall auch mit 57 wirklich mitten aus seinem Berufsleben gerissen hat. Und der symbolisiert auch, steht dafür, dass man im Schlaganfall schnell reagieren muss. Denn bei ihm hat es sehr lange gedauert, bis er in der Stroke Unit gelandet ist. Ja, das waren alles die drei, die mitgemacht haben. Es gab noch mehrere, aber die habe ich mal exemplarisch ausgewählt, die als Anzeigenmotive sozusagen geschaltet wurden. Ich unterbreche Sie auch nur, weil ich noch einmal sagen wollte, dass die Menschen, die abgebildet sind, halt diesen roten Balken auf der Stirn haben. Also der von, ich kann das mal, also wenn man auf die Menschen guckt, von links nach rechts sozusagen in die Stirn hereinragt. Wollte ich nur noch einmal, ne, weil das vielleicht jetzt nicht alle, also weil nicht alle sehen können, wollte ich das noch einmal kurz sagen. Das finde ich super, genau. Also da kann ich ja vielleicht auch noch mal kurz an der Stelle, Dankeschön dafür, daran habe ich nicht gedacht, es tut mir leid, genau. Also das ist so,
dass wir das so gedacht haben, dass jeder sich dann von links nach rechts den Strich ziehen kann, beziehungsweise manche haben das von den Betroffenen auch so gemacht, das fand ich ganz interessant, die haben tatsächlich die betroffene Hirnseite, die es bei denen getroffen haben, auch markiert. Also das war ja Zufall, ist ja Zufall so, aber es hat manche auch der einen oder anderen Seite gemacht und das war auch was sehr Interaktives. Wir haben auch sind auch teilweise auf die Straße gegangen, haben ja auch Pressearbeit dazu gemacht und dann wurde das mit einem roten Lippenstift sozusagen nachgezeichnet, weil das sowas plakativ auch hat. Ne? Also Sie können sich vorstellen, auch ich bin mit so einem roten Lippenstiftbalken gezogen durch die Straße gelaufen und das erregt schon eine höhere Aufmerksamkeit. Man kommt darüber sehr schnell ins Gespräch. Genau, das waren die Prominenten, die mitgemacht haben. Dann wollten wir aber auch noch gerne, dass wir alle zum Mitmachen anregen. Viral gehen ist ja heute das Stichwort und ich glaube, da sind wir jetzt noch viel, viel weiter als damals. Da gab es natürlich auch schon Social Media, aber zum Beispiel wir als Schlaganfallhilfe waren in dem Jubiläumsjahr damals noch gar nicht auf Instagram, sondern nur auf Facebook, weil auf Facebook sind die etwas Älteren unterwegs und unsere Betroffenen, für die ist immer noch Facebook eine gute Community und Twitter-Account hatten wir schon, glaube ich. Mittlerweile sind wir auf Instagram auch aktiv und auch auf LinkedIn, aber das, wie gesagt, das ist ja, da können Sie ja quasi zuschauen, wie das wächst und heute wird man vielleicht sogar noch an TikTok oder Snapchat oder sonst was nachdenken. Man muss sich da natürlich auch fokussieren, finde ich. Aber ich will nur sagen, dass das, was wir da gemacht haben, das würden wir heute in Teilen wieder so machen, in Teilen aber auch schon wieder anders machen. Also wir hatten eine Kampagnen-Website. Also eine Website halte ich immer für eine gute Maßnahme. So eine Führungsseite, von der aus alle Kampagnen sozusagen losgingen auch. Und das war auch immer die Base, weil Sie können ja die Anzeigen, die laufen ja nicht die ganze Zeit, die kommen ja dann und gehen ja dann. Genauso ist das mit Spots. Aber unsere Kampagnen-Website war das ganze Jahr über geschaltet. Und da wollten wir halt wirklich jetzt auch die Community, auch unsere Betroffenen alle und alle Angehörigen und alle, die sich solidarisch zeigen, zum Mitmachen anregen. Und Sie sehen ja auch diese lila Farbe, dazu habe ich noch gar nichts gesagt. Wir haben uns in dem Jubiläumsjahr getraut, eine andere Farbe als unser Corporate Design zu wählen. Ich finde, das kann man auch machen. Auch bei einer Image-Kampagne kann man durchaus mal plakativer, mal mutiger denken, als vielleicht sonst ein klares Design, was wir ja auch haben, weil wir uns auch viel in Fachwelten bewegen, da mal einen mutigen Schritt zu gehen. Bei uns war das dieser Violett-Ton. Wir fanden den auch ganz feierlich. Und da konnten Sie also auf die Seite gehen und wirklich was tun auch. Ne? Sie sehen, das können das so ein bisschen erahnen, man konnte ein Foto von sich selbst auf unserer Website hochladen. Das konnten Sie entweder aufnehmen oder ein schon gemachtes Foto hochladen. Und dann hat ein sogenannter Kampagnengenerator auf Ihrem Bild Foto den roten Balken erzeugt. Und dann wurde Ihr Bild hochgeladen auf unserer Website. Und das war ganz toll, weil die Community ist natürlich gewachsen und da, ich weiß das jetzt gar nicht mehr, wie viele da mitgemacht haben. Also es war irre, ne? Also am Anfang haben wir uns natürlich jeden Tag reingeguckt, immer der ist dabei und der ist dabei, weil viele kannten wir nicht, aber manch ein Bekannter war dann auch dabei. Und das war halt so eine schöne Sache, weil eigentlich jeder ein Teil dieser Kampagne werden konnte. Ja, dann konnte man natürlich auch eine Charity-SMS abbilden. Wir haben uns da erst überlegt, ob wir da Überweisungsträger irgendwas machen. Heute würden wir vielleicht auch nochmal andere Sachen machen, aber die Charity-SMS, das ist die niederschwelligste Sache, das kann ich ganz schnell machen. Wie gesagt, heute würde ich über PayPal und so weiter nachdenken, aber ist ja schon auch noch ein bisschen zurück. Genau, und dann konnte auf der Seite, weil ich habe gesagt, wir wollen ja auch einen Aufklärungscharakter dabei haben, konnte man das eigene Schlaganfallrisiko in Form eines Schlaganfallrisikotests austesten. Genau. Und wir haben dann unter dem Hashtag Schlaganfallhilfe25, Hashtag Zeichen setzen, haben wir dann in den sozialen Medien agiert und das wurde auch vielfach von anderen Organisationen, das finde ich ja immer schön, wenn sich andere Gesundheitsorganisationen einsetzen und auch Themen von auch gute Kampagnen von anderen weiterspielen, aber auch von ganz vielen privaten Leuten wurden diese Hashtags genutzt und halt in die Welt rausgetragen. Und das war eigentlich ein schönes Gefühl, weil wir das geschafft haben, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Sie merken das, also ich bin ein Befürworter von Kampagnen und bin da
auch ja ganz nicht euphorisch, will ich nicht sagen, sondern will einfach sagen, ich glaube, man muss da manchmal mutig sein, weil am Anfang und auch bei der Beobachtung der Erfolge, es ist bei so einer Öffentlichkeitskampagne nicht immer ganz eindeutig. Das ist anders im Mailing-Geschäft, da wissen Sie genau, das Mailing hat so und so viel gekostet, dann geben Sie da dem Ganzen eine Response-Kennung und dann funktioniert das Ganze. Aber das ist dabei jetzt nicht so. Genau. Ich glaube, dass die Ansicht sich jetzt gerade geändert hat, weil ich jetzt nämlich gleich einmal an den Herrn Bitscheid, und das tue ich jetzt, Film absagen kann. Jetzt kommt unser Spot. Danach ging nichts mehr. Man hat nicht mehr an das Leben gedacht, nicht? Ich kann nicht so gut greifen mit der rechten Hand und ich humpel auch. Ich habe gedacht, ich bin noch so jung und jetzt ist es vorbei. Es kamen Gedanken, ich kann mit ihm die Dinge erleben, die Mamas mit ihren Kindern machen. Man kann Leben retten, wenn man mehr Aufklärungsarbeit leistet. Und deshalb möchten wir ein Zeichen setzen. Bitte setzen auch Sie ein Zeichen. Sie haben das gesehen, in dem Spot waren die gleichen Protagonisten, die auch in der Anzeigenkampagne waren, weil wir wollten natürlich auch eine Wiedererkennung und ich habe eben schon davon gesprochen, ich finde es wichtig, dass das Ganze echt ist und man kann das ja auch nicht mit jedem Betroffenen machen. Wir haben da von der Schlaganfallhilfe immer machen das mit sehr viel Fingerspitzengefühl, weil es gibt auch Betroffene, für die wäre das zu viel gewesen, so ein Spot-Dreh zu machen. Der Fabian zum Beispiel ist ja noch ein Kind, aber den kannten wir aus verschiedenen Veranstaltungen. Der ist sehr keck und redet ganz gerne. Da kann man natürlich kein ganz schüchternes Kind nehmen. Das wäre dann eine Überforderung. Und man braucht auch Eltern, die natürlich eine Emotionalität ist da immer bei. Und auch ältere Menschen, die das gerne machen. Und das war dann ein Dreh in Hamburg über einen Tag. Und dieser ganze Tag hat dann hinterher diesen kleinen Spot gebracht. Und der ist aber auch sehr, sehr schön wirklich gesendet worden. Und ja, auch das waren Pro-Bono-Schaltungen, die wir gekriegt haben, weil wir uns das als Schlaganfallhilfe nicht hätten leisten können, einen Spot zu schalten. Genau. Aber ich finde, das merkt man ja immer, wenn noch Ton, eine Musik, wenn gesprochen wird, wenn einfach mehr Sinne angesprochen sind, dann hat das Ganze noch eine höhere Emotionalität. Und wir haben auch teilweise dann noch ein Spendenkonto auch eingeblendet. Das war natürlich nicht der oberste Sinn der Kampagne, aber man kann das auch nicht zuordnen, weil die haben ja da kein Stichwort bei ihrer Spende angegeben. Aber ich will nur sagen, der Spot war, glaube ich, natürlich die teuerste Sache dabei. Aber auch wenn wir die Leistung pro bono gekriegt haben, wir haben ja die Drumherum-Leistungen dann bezahlt. Ne? Sie müssen dann die Reisekosten, die Betroffenen, die Briefings, das war schon die aufwendigste Sache. Aber es ist natürlich auch nochmal emotionaler. Genau, wir haben dann, das konnten wir auch nicht überall machen, aber bei uns ist ein großes Ziel auch nochmal, dass wir uns in der Region verankern. Das hat so, kommt einfach, weil wir hier wir sind in ganz Deutschland tätig, aber wir haben einfach durch unseren Sitz hier eine große eine Vielzahl von Großspendern hier. Und wir haben dann aus der Anzeigenkampagne noch City Lights auch gemacht, haben da aber auch mit einem Werbeflächenanbieter, in dem Fall war das Schwarz, in Kontakt getreten, die uns auch dabei unterstützt haben. Das war jetzt nicht völlig pro bono, aber auch das war ganz schön, weil bei den City Lights ist es so, wenn man Glück hat und die werden nicht nachbelegt, dann hängt man da auch wirklich ein paar Wochen. Und ich glaube, das war hier bei uns am Sitz auch nochmal eine tolle Maßnahme, auch für alle, die der Schlaganfallhilfe verbunden sind, dass wir hier auch ein bisschen vor Ort dann ja, für Traffic gesorgt haben. Ja, das hat mein Kollege für mich eingebildet, das Bild. Ich möchte hier aber nochmal hochhalten. Da sehen Sie auch den roten Balken. Wir haben dann auch von einer anderen Agentur, an die wir Aufträge vergeben, die haben wir gefragt, ob die uns unterstützen. Und wir haben eine Jubiläumsbroschüre für uns gemacht und gestaltet. Und da sind auch dann nochmal, ich gucke mal, die kennen Sie jetzt auch schon, die Protagonisten aus dem Film drin, aber die sind hier mit ihrer Geschichte dann auch nochmal ein bisschen drin. Und
Ja, das war nochmal so eine Ergänzung. Wie haben wir diese Broschüre genutzt? Die haben wir auf unseren Jubiläumsveranstaltungen genutzt und wir haben aber auch diese an Förderer und Freunde der Schlaganfallhilfe und an Groß- und Unternehmensspender geschickt. Und ja, das würde ich heute anders machen, weil wenn man das nutzt, weil das war eine Broschüre, die wir auch noch viele Jahre danach genutzt haben, dann würde ich wahrscheinlich zumindest, man kann ja dieses Kampagnensignet verwenden, aber ich würde das die Zahl des Geburtstages rauslassen, genau. Ja, und dann war natürlich uns auch wichtig, noch das Gesamte zu feiern, weil mit Veranstaltungen hat man auch immer die Möglichkeit, sich nochmal in der Presse zu zeigen, wenn man die einlädt. Und da haben wir verschiedene Veranstaltungen gemacht. Wir hatten hier eine Auftaktveranstaltung in Gütersloh, die eher fachlicher Natur war. Da haben wir auch viele Ärzte da gehabt, auch Speaker gehabt, die nochmal so die Historie durchleuchtet haben, wie die Schlaganfallversorgung sich verändert und verbessert hat. Dann hatten wir einen Tag der offenen Tür hier bei uns in der Stiftung. Im Stiftungsgebäude, im schönen, wir sitzen hier in Gütersloh in so einem alten Gebäude von 2013. Wir haben jetzt ungefähr 40 Mitarbeiter hier, also können Sie sich so von der Größe vorstellen, das ist jetzt kein Riesenbüro, aber eben auch nicht eine ganz kleine Stiftung. Und wir sitzen auf dem Schulhof des städtischen Gymnasiums, das ist eines der größten Gymnasien in NRW und konnten da den Hof mitnutzen und haben dann einen Tag der offenen Tür gestaltet. Und dann hatten wir die offizielle Jubiläumsfeier in Berlin und da sehen Sie auch ein paar Prominente und auch rechts den Jens Spahn, damals Bundesgesundheitsminister amtierender, der dann für uns ein Grußwort und eine kleine Laudatio halt gehalten hat und Frau Mohn natürlich als Stifterin in der Mitte. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bin natürlich für Ihre Fragen da. Vielen, vielen Dank.